Jo, meine Freunde, und willkommen zu einem kleinen anderen Video. Und zwar reden wir heute über Warzone 3 und wie ich mich freue und über alle Infos, die wir schon bekommen haben. Und ja, wir reden direkt mal los. Ja, viel Spaß. Also, Warzone 3 steht kurz davor, also nur noch 2 Wochen bis zum 6. Dezember und dann kommt es endlich, dann kommt die neue Uzikstan-Map. Übrigens, fragt euch nicht, warum das Gameplay manchmal ein bisschen schwammig aussieht. Ich habe das von YouTube einfach so mit aufgenommen. Ja, also, wie gesagt, ich freue mich sehr auf Uzikstan, die Map, und generell auf das neue Warzone, weil wirklich, wenn wir an Warzone 2 denken, dann war das einfach ein täuschendes Jahr. Es war komplett scheiße, muss man ehrlich sagen. Auch wenn es mal ein paar kleine schöne Momente gab, aber das war halt meistens, weil ich mit Freunden gespielt habe und weil wir das Spiel nicht ernst gespielt haben, weil wir nicht auf Punkte oder so gegangen sind, also so auf Meisterrang oder sowas oder auf Camos oder sowas, sondern einfach es genossen haben. Hat es ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber trotzdem, ach nee, war es einfach ein Dreckspiel. Da kann ich auch einfach aufzählen, was scheiße war. Erstmal, die Map war schlimm. Es war zwar nicht so schlimm wie früher Caldera. Dann war halt das Movement scheiße. Es gab keinen Slide Cancel, keinen Reload Cancel, keinen. Was gab es da noch alles für Cancels? Sorry, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ja, Movement war wie gesagt scheiße. Sie mussten alles langsamer machen. Am Anfang von Warzone gab es irgendwie noch diese Sache, dass man 2 Westen hatte und dann musste man noch eine Weste finden, damit man 3 bekommen kann. Ganz komisch. Es gab auch einen Gulag, wo man 2 vs. 2, also 2 gegen 2 spielen musste. Ganz verrückt und so. Dann gab es ultra viele Bugs, Alter. Ich weiß noch, da konnte man unendlich Granaten werfen oder die Juggernaut MG konnte man auch irgendwie bekommen, ohne dass man den Blackside kriegt. Also ganz weird. Oder man konnte irgendwie unendlich Munition bekommen, obwohl man nicht mal Munition hat. Also ganz, ganz falsche Dinge. Gab es auch unendlich Cheater davon. Ich hatte sogar einen, der irgendwie out of bounds in Wunde war. Also da merkt man, dass das ganze Spiel überhaupt nicht gut war und ich glaube, da war eindeutig Infinity War schuld und ich bin froh, dass Treyarch und Star Chamber Games da jetzt dran arbeitet und wir haben ja schon die Beta gespielt. Ich kann zwar noch nicht das volle Game spielen, weil ich warte auf einen Sale. Das Spiel kostet ja immer noch 70 Euro auf Steam, obwohl es schon ein bisschen länger draußen ist. Ich hoffe, dass am Frühjahr dann ein bisschen reduziert ist, weil dann hole ich es mir auch. Auf jeden Fall werden wir trotzdem Warzone übernächste Woche spielen und es gibt für mich schon 3 Gründe, warum ich dieses Spiel spielen würde. Erstens das Movement. Oh mein Gott, Slide Cancel macht so viel Spaß. Dann noch dieses schnelle Bunny Hopping. Boah, das macht alles so viel Spaß zu spielen. Genau wie diese neuen Waffen. So, ich hab's geliebt, in der Beta mit den Waffen zu spielen. Und es wird wieder ein schöner Grind, die zu farmen, zu leveln. Und ich mag das einfach. Ich mag das einfach. So, das wird richtig geil. Ja, und dann nicht nur das Movement, sondern auch die Map. Uzikstan ist nicht mehr so ein komischer Berg in der Mitte oder generell komplett offen, also es ist zwar ziemlich groß und könnte zwar ein paar offene Stellen geben und die Flüsse könnten vielleicht auch ein bisschen nerven, aber der Rest ist wirklich geil. Nur Stadt, Hochhäuser, schön, auch kleine Gebiete, die mich an Veteranszeiten erinnern. Also das kann wirklich echt die geilste Warzone-Zeit wieder sein. Es kann aber nicht sein, dass es irgendwie noch die Veteranszeit zurückbringt, das ist eher unwahrscheinlich, aber es wird wahrscheinlich richtig geil. Ja, und der 3. Punkt ist eindeutig, dass es wieder Spaß machen kann. So, du hast nicht mehr den Grund, dass es irgendwie stressig wird oder langweilig oder irgendwie ja, nervig, sondern es wird wahrscheinlich einfach schön entspannt. Du kannst
nach der Arbeit einfach schön ein bisschen zocken, ohne Probleme. Und das Geile ist, die alten Waffen aus MW2, es sind jetzt nicht alte, aber trotzdem, kannst du wieder benutzen, was viele zwar nicht so mögen. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil die alten Waffen waren ja gar nicht schlecht. Also ich glaube eher das Movement hat die Waffen kaputt gemacht und nicht das Spiel. Aber das ist jetzt halt viel besser so. Und natürlich die neuen Waffen, ist ja klar. Es kann halt überhaupt nicht mehr so sein, dass wir sagen, okay, ich muss mich jetzt zwingen danach, sondern wir haben dann einfach Lust darauf. Und auch Meta-Waffen werden dann nicht mehr so scheiße sein wie früher mit Wondell und dann dieser Schrotflinte. Also ich weiß ja noch, diese Meta-Waffe, die am Ende von Season 6 da übelst OP war. Also diese Lockwood, oh, schrecklich, wenn ich daran schon denken muss. Aber das wird wahrscheinlich eher seltener kommen. Ich hoffe, dass sie aber bei Ursikstan 150 Spieler machen und nicht 100, weil dann wird es ziemlich leer. Und das hoffe ich mal nicht. Das Geile wird auch noch sein, dass in dem nächsten Jahr noch 2 Rebirth Island Karten gibt. Einmal Rebirth und eine andere aus Cold War. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. So, ich habe die komplett vergessen. Ich habe die auch gar nicht mal gespielt. Das war schon die Zeit, wo ich gar nicht spielen durfte. Und dann konnte ich das nicht mehr nachholen. Aber egal. Da können wir es ja jetzt wieder nachholen mit schönerer Grafik und so. Da freue ich mich. Ja. Ja, und das wird echt ein nices COD-Jahr. Natürlich kommt dann noch die Story und der Multiplayer. Der Multiplayer ist natürlich auch geil. So, ja, ich werde sehr viel Spaß haben in der nächsten Zeit mit COD. Das glaube ich auf jeden Fall. Es wird natürlich immer blöde Zeiten geben, ist ja auch klar. Aber es wird die erste Zeit sein, die wir richtig Spaß haben können. Hoffe ich mal, dass meine Kollegen auch Bock haben, das zu spielen. Warzone ist ja kostenlos, also da wirst du ja kein Problem haben. Das Blödeste ist halt nur, dass dieses Kack-Hauptquartier ist, also dieses COD-HQ, da ist, wo du auswählen kannst, ob du jetzt MW2 spielen willst oder MW3, was halt komplett scheiße ist. Deswegen, immer wenn ich jetzt Warzone 2 spielen möchte, dann bin ich jetzt erstmal bei der MW3 und dann muss ich nochmal laden für Warzone. Und wenn du bei dem Set bist und eigentlich Warzone spielen möchtest, dann musst du nochmal komplett raus in das MW3 Hauptquartier und dann kannst du erst in Warzone 3 rüber switchen. In Warzone 2, sorry, hab's anders gesagt. Ich hoffe aber, dass sie jetzt nicht irgendwie dann MW2 Warzone drinnen lassen und dann noch MW3 Warzone reinmachen, weil das wäre echt ein bisschen bescheuert und dann, ja, also da kann man doch gleich Almas rausmachen. Wirklich, Almas ist nicht eine schöne Karte. Naja, das ist auf jeden Fall das, wo ich mich freue auf Warzone. Ich hoffe, ihr euch freut. Ich hoffe, ihr freut euch auch über Warzone 3 und ich habe hier noch ein paar kleine Infos, die ich hier mal kurz aufpacke. So, hier haben wir nämlich noch ein paar kleine Infos und zwar zu Season 1, das wollen wir nämlich noch nicht wissen, sondern hier. Call of Duty Warzone, welcome to Uzbekistan. Fight through the all new Uzbekistan map. An urban landscape integration fire 11 major point of interest of Call of Duty Warzone. Ja, hier stehen alle Infos, dass sogar auch das Gameplay hier von Modern Warfare 3 komplett mit Slide Cancel, Text Dance and more dazu kommt. Ja, und wir werden natürlich auch noch mehr Infos bekommen, wie ein schönes Weihnachtsevent. Oder ein, ich weiß nicht, das war auch so eine Kollabo, die wir dann auch wieder ein Event bekommen. Und genau, The Boys, da werden wir wahrscheinlich auch wieder eine Kollabo bekommen. Und ja, ich freue mich richtig darauf.
Frozen 3 kommt am 6. November raus. Ich weiß nicht mehr, wo das steht, aber auf jeden Fall kommt es am 6. Dezember raus. Wahrscheinlich um 19 Uhr und so. Ich werde wahrscheinlich auch der Einzige sein, der das spielen wird. Oder der Erste. Ja, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.